Das ist der All Day Elite Podcast, die Show am Montag mit eurem Host Sam Bashir. Ja, willkommen zur Show am Montag. Leider wieder nicht viele substanzielle Themen, die wir für euch bereit haben. Deshalb ist das eher ein bisschen ein Gossip, ein bisschen ein Underachievement Podcast. Wir schauen uns natürlich das LeSean McCoy Verdacht Ding auf Domestic Violence, das schauen wir uns an, dann den Supplemental Draft. Die NBA Summer League mit dem Rookie Watch, wir schauen uns an, welche Rookies, welche dieser Top Draft Picks haben brilliert in ihrer Summer League Spielen, wie viele Punkte sie gemacht haben, etc. Wie sie sich gesteigert haben, danach haben wir natürlich weitere News, eher kleinere News, die wir aber auch nicht einfach so unkommentiert stehen lassen wollen. Und zum Schluss natürlich wieder zwei Previews. Wie gesagt, es ist momentan ein bisschen eine Sommerlochszeit. Man hat wenig über die NBA, man hat wenig über die NFL. Und zum Glück fangen dann bald die Preseason-Spiele an und die Training-Camps dieser Teams. Langweilig wird es uns wahrscheinlich ab September dann spätestens nicht mehr. Denn irgendwann fangen alle diese Sportarten wieder an. Und dann haben wir bis im Februar oder sogar noch länger spannende und interessante Themen. Und falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich glaube, ich habe das noch nicht gesagt, es tut uns natürlich sehr leid wegen der miesen Tonqualität. Wir haben ein bisschen Hall drin. Ich hoffe, dass sich das zur nächsten Folge dann wieder verbessert. Wie gesagt, bitte verzeiht uns das. Wir geben unser Bestes, dass das nicht mehr vorkommt in der Zukunft. Traurige Nachrichten gibt's für die Buffalo Bills Fans. Was heißt traurig? Es ist ein bisschen ein Durcheinander, was bei LeSean McCoy da momentan abgeht. Wir machen eine Timeline über dieses Thema, das ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt. Kurz gesagt, die Ex-Freundin von LeSean McCoy wurde überfallen und der Verdacht wurde schnell auf LeSean McCoy gelenkt. Und zwar von der besten Freundin seiner Ex-Freundin. Das Ganze begann am Dienstag, denn da beziehungsweise in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde seine Ex-Freundin Delisha Corden in ihrem Apartment überfallen und brutal zusammengeschlagen. Also sie wurde wirklich übel zugerichtet, wenn man die Fotos gesehen hat. Es soll sich um einen Raubüberfall gehandelt haben. Jedenfalls sollte dies den Anschein machen. Denn einen Tag später postete Cordens Freundin ein Bild von Corden, das sie zeigt nach dem Überfall, also im Spitalbett, so sieht es jedenfalls aus. Und da wurde sie dann schon recht brutal zusammengeschlagen. Wir haben dieses Bild gepostet auf unserer Twitter-Seite, wenn ihr das nachschauen wollt, @alldayelite1. Dort könnt ihr das in der Timeline sehen. Und sie postet zu diesem Bild auf Instagram die Überschrift, dass er der Teufel sei. Also LeSean McCoy hat ihn auch markiert, dass er ein Tier sei. Und dass sie bisher immer geschwiegen haben, wenn er zum Beispiel seinen Hund geschlagen hat oder wenn sein Sohn Kleinigkeiten gemacht hat, wie zum Beispiel, wenn er ins Bett gemacht hat, auch dann soll er Schläge bekommen haben. Ebenfalls sollen sie sein Drogenproblem verschwiegen haben und die ganzen illegalen Substanzen, die McCoy immer wieder zu sich nimmt, etc. etc. Diese Anschuldigung war natürlich sehr schwer, die da veröffentlicht wurden, beziehungsweise die da gepostet wurden, und die Medien, die stürzen sich natürlich direkt auf das Thema drauf. Daraufhin veröffentlichte Shady McCoy auf Social Media ein Statement: "For the record, the totally baseless and offensive claims made against me today on social media are completely false. Furthermore, I had not had any direct contact with any of the people involved in month." Er sagt also, er hat seit Monaten keinen Kontakt mehr gehabt, weder zu seiner Ex-Freundin noch zu ihrer besten Freundin. Und alle Anschuldigungen sind total falsch. Und das war's dann. Von Shady McCoy hat man danach nichts mehr gehört. Die Bills schwiegen ebenfalls und nahmen das zur Kenntnis, warteten die Untersuchungen ab. Und am Mittwoch löschte die beste Freundin von Corden das Foto dann mit dem Statement und schrieb: "Für die Bücher Delicious Anwalt hat mir dazu geraten, das Foto von Instagram zu löschen. Ich stehe dennoch dazu, was ich gesagt habe. Alles, was ich an McCoy gerichtet habe, meine ich so. Lüg die Leute weiter an, wie du willst. Du weißt, dass ich alles weiß." Das hört sich dann wiederum nicht so gut an. Danach kehrte Ruhe ein.
bis Corden sich am Samstag selber äußerte und sagte, dass sie sich nicht mehr ganz so sicher sei, dass McCoy hinter dem Angriff steht, beziehungsweise etwas damit zu tun hat. Also eine, ich will nicht sagen, eine Kehrtwende um 180 Grad, aber dann doch ein bisschen ein Zurückrudern, würde ich fast sagen. So quasi schon wie, dass man da vielleicht ein bisschen zu voreilig gehandelt hat. Aber das Foto von ihrer besten Freundin, das ist nach wie vor auf Instagram zu finden. Dennoch haben sich die Bills auch nach diesem Statement umgeschaut. Man hat Brandon Oliver Interesse gezeigt, der Running Back, der die letzten 4 Jahre für die Chargers gespielt hat. Ansonsten wolle man mit Chris Ivory als Nummer 1 Running Back starten, falls LeSean McCoy tatsächlich ausfallen soll. Klingt ein wenig nach Reuben Foster 2.0, denn auch er wurde wegen Domestic Violence von seiner Freundin angezeigt, die danach zurückgerudert ist und gesagt hat, dass sie das alles erfunden hat, um ihm zu schaden. Das ist natürlich nicht die feine Art. Nun, man muss sich auch überlegen, dass man natürlich in diesem, also ich will jetzt nicht sagen, dass das so ist, ich will hier niemandem etwas in den Mund legen, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie dann zurückgerudert ist und gemerkt hat, hey, was, wie sie damit Reuben Foster schaden könnte, ihrem Freund. Beiden haben sich ja noch nicht getrennt und dann gemerkt hat, hey, da geht eine Menge Geld wahrscheinlich den Bach ab, wenn seine Karriere vorbei ist. Und das war bei Reuben Foster ja bereits mehrfach ein bisschen die Gefahr. Und deshalb könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das Ganze wirklich passiert ist und dass man jetzt zurückrudert. Vielleicht auch bei der Ex-Freundin von Shady McCoy. Es ging ja um die ganzen Juwelen, die er ihr anscheinend geschenkt hat. Um die ging es und das hat man dann auch in diesem Emergency 9-11 Anruf gehört, dass jemand klar hinter diesen Dingern ist. Und das war ein bisschen das Problem, dass man dabei gehört hat. Ja, wir werden weiterhin natürlich dranbleiben. Ich muss ehrlich sagen, das ist schon eine verzwickte Geschichte. Und ich glaube, dass nur Shady McCoy und der Täter da die ganze Wahrheit kennen. Ich hoffe, dass sich das nicht so zugetragen hat, wie die Freundin seiner Ex-Freundin das geschildert hat. Kommen wir zum Supplemental Draft. Ihr kennt den Draft bestimmt alle. Darüber wurde jetzt in vielen Podcasts und News berichtet. Es geht um den Draft, bei dem sich Spieler qualifizieren können für die NFL, die sich nicht auf dem normalen Weg über den NFL-Draft in die NFL bringen können. Es sind also Spieler, die ein bisschen Probleme abseits des Spielfelds haben oder die akademischen Leistungen nicht bringen konnten. Der fand in diesem Jahr erneut statt. Es ist seit 2015 das erste Mal, dass wieder jemand gepickt wurde und seit 2010 das erste Mal, seit wieder zwei Spieler gepickt wurden. Bekannte Supplemental Draft Picks: Josh Gordon, Wide Receiver der Browns, Ahmad Brooks, Linebacker der Bengals, Jamal Williams, Nose Tackle der Chargers und oder Mike Wall, Offensive Tackles der Packers. Alle diese Spieler waren Pro Bowler in ihrer Karriere, also das heißt nicht, dass man über den Weg nie zu einer guten Karriere kommen könnte. So, die Picks in Runde 1 und 2 wurde niemand gepickt. Dann holten sich die New York Giants in Runde 3 Sam Beal, Cornerback von Western Michigan. Man darf nicht vergessen, dass die Giants in einer Division spielen, bei denen Prescott rumläuft, bei denen Alex Smith rumläuft, bei denen Carson Wentz rumläuft. Und da ist natürlich ein bisschen Verstärkung in der Secondary immer hilfreich. Das gleiche haben sich wahrscheinlich auch die Washington Redskins gedacht, die sich nämlich in Runde 6 dann Adonis Alexander, Cornerback von Virginia Tech, geholt haben. Denn auch die spielen gegen Manning, gegen Wentz, gegen Prescott, dazu Odell Beckham Jr., Sterling Shepard und wie sie alle heißen. Also da ist schon viel Power über die Wide Receiver Unit zu sehen und deshalb sind solche Verstärkungen immer gut. Kommen wir zu den Spielern. Sam Beal. Er wollte aus verschiedenen Gründen nicht in den Draft 2018 gehen, sagte, er warte bis 2019 und man hat Sam Beal auch prophezeit, dass er dort in der ersten Runde gedraft werden konnte, wenn er weiterhin an diesen Leistungen anknüpfen kann. Er hatte im Jahr 2017 2 Interceptions und 10 Pass Deflections, spielte sehr gut und meldete sich dann
überraschenderweise für den Supplemental Draft an, wurde jetzt in Runde 3 gepickt und aus diesem Grund auch einer der größeren Namen in diesem Draft Picks. Und ich glaube, dass ein Third Rounder natürlich schon viel Value verspielt, aber Sam Beal, wie gesagt, das wäre ein möglicher First Rounder gewesen. Und aus diesem Grund kann man, glaube ich, sagen, dass das sich sicher lohnt, vor allem wenn er dann einschlägt, wie man das erhofft, dann ist es natürlich umso besser. Bei Adonis Alexander sieht es ein bisschen anders aus. Er war im Supplemental Draft, weil er sich in seinem letzten Jahr akademisch nicht mehr qualifizieren konnte, durfte daraufhin nicht mehr Football spielen und machte nur 8 Spiele im Jahr 2017, eine Interception, 4 Pass Deflections. Davor hatte er in den 2 Jahren davor 6 Interceptions und 13 Pass Deflections. Also auch ein sehr guter Mann, und für einen Sixth Rounder kann man da schon mal zugreifen. Die anderen 3 Spieler, die sich angemeldet haben für diesen Supplemental Draft, waren Brandon Bryant, ebenfalls ein Defensive Back, Martavius Carter, ein Running Back, und Bright Okwuegbu, Linebacker. Alle 3 gingen leer aus und wurden von keinem Team gedraftet. Kommen wir zur NBA, denn dort gibt es ein überraschendes Signing von den Chicago Bulls. Die haben sich nämlich die Rechte an Jabari Parker gesichert und hat eine Offer gemacht, die wurde nicht gematcht von den Bucks. Das heißt, Jabari Parker wurde ein Free Agent, ein Unrestricted Free Agent, und bekam von den Chicago Bulls dann den Vertrag vorgelegt für 2 Jahre, 40 Millionen, davon 20 garantiert. Und da greifst du natürlich zu, denn natürlich, Jabari Parker war 2014 der Second Overall Pick im Draft, legte in seiner Karriere bisher 15,3 Punkte pro Spiel und 5,5 Rebounds per Game bei 35,2% Dreier. Das ließ sich alles sehr solide. Hatte sein bestes Jahr 2015-2017 mit 20,1 Punkte pro Spiel, 6,2 Rebounds per Game. Verletzte sich im darauffolgenden Jahr dann, die Bänder waren gerissen. Ich glaube, ACL Injury hat irgendwas mit den Bändern zu tun. Und kommt jetzt erst zurück. Also der verpasst seine ganze Saison und niemand weiß genau, wie seine Genesung vorangeschritten ist. Parker ist ein Chicago Native, war auf der Simeon High School mitten in der City von Chicago, wechselte dann zu Duke aufs College. Also das sollte schon passen. Chicago Bulls natürlich für einen Chicago Native das absolute Traumding. Die meisten Kids dort, die träumen einfach, eines Tages in dieser geilen Arena aufzutreten. Für Jabari Parker geht dieser Traum nun in Erfüllung. Und das auch noch gut bezahlt, mit 20 Millionen garantiert. Ja, da kannst du nicht viel falsch machen. Dafür mussten Julian Stone und Paul Zipser entlassen werden. Also Paul Zipser, der Deutsche, der wahrscheinlich nicht mehr in der NBA spielen wird. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und der wahrscheinlich zurück nach Europa kehren wird. Ich glaube nicht, dass ein NBA-Team ihn jetzt noch signen wird. Da müsste schon viel Not am Mann sein. Das heißt, die Chicago Bulls Starting 5 sieht so aus. Chris Dunn auf der Point Guard Position. Zach LaVine, auch einer dieser Signings der Chicago Bulls, die man sich fragt, muss das wirklich sein? Ist das nicht ein bisschen zu viel Risiko? Dann hat man auf der 3 Wendell Carter Jr., Jabari Parker auf der Power Forward Position und Lauri Markkanen auf der Center Position. Parker spielt aber eigentlich die gleiche Position wie Markkanen. Also man muss Markkanen, der eigentlich eher ein Power Forward ist, nun auf Center stretchen. Und eigentlich ist auch Wendell Carter Jr. so ein typischer Vierer. Jedenfalls im modernen Basketball müsste das eigentlich ein Vierer sein. Und ja, man weiß nicht so genau, was dieser Rebuild für die Bills soll. Man ist sich einfach nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Eine weitere News: DeMarco Murray kündet sein Karriereende an. Man darf nicht vergessen, er hatte eine überragende Saison bei den Dallas Cowboys. Ein Jahr, in dem er wirklich überzeugt hat, dann haben sie ihn nicht verlängert. Er ging zu den Philadelphia Eagles. Dort konnte er nicht brillieren und der Chip Kelly wurde dann erneut entlassen, glaube ich, wurde dann getradet zu den Tennessee Titans und war dann die erste Geige vor Derrick Henry. Auch eine Tatsache, die niemand wirklich verstanden hat. Ich glaube, jetzt, als er von den Titans wieder entlassen wurde, war klar, dass DeMarco Murray
seine Karriere beendet, denn er hat kein neues Team gefunden. Und ich glaube auch in dieser NFL, das sah man jetzt auch bei Supplemental Draft, dass ein Martavius Carter kein Team gefunden hat, dass ein DeMarco Murray kein Team findet. Running Backs sind, wenn sie nicht wirklich zur absoluten Elite gehört, wirklich eine Position, die man einfach auswechseln kann. Das hat man, wo hat man das letztes Jahr gesehen? Zum Beispiel bei den Ravens. Da hat man seit Jahren eigentlich immer wieder neue Spieler, die alle funktionieren. Zuerst Justin Forsett, dann Alex Collins im letzten Jahr. Also Running Backs sind einfach nicht mehr mit demselben Value ausgestattet in der heutigen NFL, wie das früher noch der Fall war. Schauen wir uns die NBA Summer League an. Ja, natürlich, das ist ein Vorbereitungsturnier, aber nach einem solchen Turnier wurde noch niemand in den Himmel gelobt oder in die Hölle geschickt. Deshalb machen wir das Ganze auch eher ein bisschen oberflächlich. Wir wollen ein bisschen NBA dennoch mitnehmen, weil das Ganze sonst sehr NFL-lastig ist. Und deshalb schauen wir uns die ersten 9 Draft-Picks an, wie die sich gemacht haben. Genauso wie dann ein bisschen dieses Deal Potential Candidates. Und die Deutschen, die wollen wir uns natürlich auch ein bisschen genauer anschauen. Wir machen das Ganze einfach so, dass wir euch sagen, wie viele Punkte die gemacht haben, wie viele Spiele die gemacht haben, für welches Team das sie gespielt haben. Ja, und das war's dann auch schon wieder. Fangen wir an mit dem Overall First Pick, DeAndre Ayton. Hat 4 Spiele für die Suns gemacht, im Schnitt 14,5 Punkte und 10,5 Rebounds aufgelegt. Also, das ist natürlich noch verbesserungswürdig, aber war schon mal ein guter Anfang. Vor allem auch, wenn man gesehen hat, wie DeAndre Ayton gegen Mo Bamba gespielt hat. Muss man schon sagen, nee, Mo Bamba ist vom Athletischen her wahrscheinlich noch ein bisschen höher einzuschätzen als DeAndre Ayton. Aber DeAndre Ayton spielt das Ganze uns schon sehr abgeklärt. Wenn wir dann zu Mo Bamba gehen, sehen wir auch warum. Marvin Bagley war der Second Overall Pick, der hat noch einen halben Punkt mehr gemacht, hat allerdings auch nur ein Spiel gespielt für die Sacramento Kings. 15 Punkte, 7 Rebounds, 2 Assists, wie gesagt, in einem Spiel. Dann Nummer 3 Pick, Luka Doncic, hat noch gar kein Spiel für die Mavericks gemacht. Ist der einzige aus diesen ersten 10 Draft Picks, der kein Spiel in der Summer League gemacht hat, bis jetzt. Ihr müsst wissen, dass ihr das am Samstagabend aufnehmt, also momentan laufen auch ein paar Spiele. Wir schauen kurz rein. Es läuft gerade Detroit gegen Chicago. Es ist gerade Werbung. Deshalb kann ich euch jetzt nicht sagen, wie viel da der aktuelle Spielstand ist. Hat erst angefangen. Dann der 4. Draftpick von den Memphis Grizzlies, Jaren Jackson. Der hat 3 Spiele gemacht. 11 Punkte, 8 Rebounds, 1,7 Assists per Game. Auch er eigentlich solide Leistungen bisher. Dann Trae Young. Viele sagen, dass der Typ mehr Bust-Potential hat als Steal-Potential. Klar, wenn du an 5 gezogen bist, dann erwarten die Leute schon einiges von dir. Er hat dann auch sehr schlecht angefangen in seinem ersten Spiel mit 2 Airballs von der Dreierlinie. Hat dann ein bisschen das Spiel gefunden, hat sich eingegroovt und hat jetzt in 4 Spielen 17,0 Punkte im Schnitt, 1 Rebound per Game und 6,8 Assists per Game gemacht. Das liest sich alles dann sehr gut und damit kann man eigentlich anfangen. Und Mohamed Bamba, 8,7 Punkte, 5,7 Rebounds, 0,7 Assists per Game, nur 3 Spiele für die Orlando Magic gemacht. Natürlich wurde er von DeAndre Ayton ein bisschen an die Wand gefahren, aber DeAndre Ayton meinte auch, hey, er ist schon ein Gewinnertyp. Ich habe viel mal gegen den gespielt, auch in der Highschool noch, und dort hat er eigentlich immer gewonnen gegen mich. Wir werden sehen, wie es dann in der NBA beim ersten Direktduell läuft. Wendell Carter Jr. von den Chicago Bulls. 16,8 Punkte, 7,8 Rebounds, 1,5 Assists per Game. Und das in 4 Spielen. Auch das eine sehr gute, ja, man kann wirklich sagen, eine sehr gute Leistung vom Small Forward. Diese Rolle wird er dann wahrscheinlich einnehmen, jetzt wo Jabari Parker zum Team gestoßen ist. Dann haben wir noch Colin Sexton von den Cleveland Cavaliers, der hat 4 Spiele absolviert, 18,8 Punkte, 3,3 Rebounds, 3,3 Assists per Game. Das liest sich dann schon wieder besser und könnte auch ein bisschen eine Hoffnung sein für diese Cavaliers, die mit dem Abgang von LeBron James ein bisschen auseinandergefahren sind. Man darf auch nicht vergessen, dass ein Chetty Osman genau diese LeBron James Rolle eingenommen hat
extrem viel gelernt hat, das hat man gesehen. Und der hat auch am Triple-Double eigentlich gekratzt, auch wenn es jetzt im Schnitt noch nicht ganz gereicht hat. Aber der hat schon in der Statistik, auch wenn es nur die NBA Summer League ist, der hat schon daran, ja, wie soll ich sagen, geknabbert an diesen Statlines von King, der jetzt ein Laker ist. Und das hat mich sehr gefreut für ihn, die New York Knicks haben ja Kevin Knox gedraftet und es gab ähnliche Reaktionen wie damals bei Kristaps Porzingis oder bei Frank Ntilikina, Buhrufe etc. pp. Und jetzt hat Kevin Knox in der Summer League 21,3 Punkte aufgelegt. Vierthöchster Wert und der beste Rookie-Wert, was Punkte pro Spiel angeht, dann 6,5 Rebounds per Game und 2,3 Assists per Game. Also da können sich die Knicks schon auf etwas gefreut machen und vor allem ist das eine, ja, eine Highlight-Maschine. Ey, wenn man diese krachenden Dunks gesehen hat, die er aufgelegt hat, das war schon sehr stark. Dann kommen wir zu den Steal Potential Candidates. Sage Smith, 8,3 Punkte, 1,3 Rebounds, 2,5 Assists per Game in 4 Spielen für die 76ers. Javon Carter. Er war ein bisschen unser, ja, Man-Crush, kann man sagen, im letzten Jahr, beziehungsweise in der letzten Saison beim College Basketball bei der West Virginia University. Wir haben immer wieder über ihn gesprochen. Er ist extrem stark, was das Stealing anbelangt hat. 9,3 Punkte gemacht im Schnitt, 4,8 Rebounds und 4,5 Assists. Also da ist natürlich noch Potenzial nach oben, aber Javon Carter hat gezeigt, dass er auch auf NBA, in Anführungs- und Schlusszeichen, Niveau da mithalten kann. Lonnie Walker, der vierte, auch das ein Man-Crush von uns, 11,5 Punkte, 5,0 Rebounds per Game und 1,5 Assists per Game in 4 Spielen für die San Antonio Spurs. Und auch bei ihm sind wir uns eigentlich sicher, dass das einer der ganz Großen wird, dass der eine große Karriere hinlegen wird, auch wenn es nur ein Second-Round-Pick war, den die Spurs dafür hingelegt haben. Oder war das ein First-Rounder? Ich weiß es gar nicht genau. Tut mir leid, wenn ich das falsch gesagt habe. Ich glaube, der ging erst in Runde 2. Falls ich da falsch liege, ja, dann nehmt es mir bitte nicht übel. Und dann haben wir noch Robert Williams, der von den Celtics, und das war ein First-Round-Pick, gedraftet wurde. Er hat in einem Spiel 7,0 Punkte und 2,0 Rebounds per Game gemacht, logischerweise. Und das ist ein ganz witziger Typ, denn vor dem Draft wurde gesagt, der wird fallen und der ist dann auch gefallen, weil er nicht unbedingt diese Motivation an den Tag legt. Bei vielen wurde das kritisiert. Danny Ainge hatte dann gesagt, hey, du kannst nicht 2 Jahre lang der Top Defensive Player in der SEC sein, wenn du dich nicht reinlebst. Gut, einen Tag nach dem Draft hat er einen Conference Call verpasst, verschlafen kann man sagen. Dann verpasst er den Flug in die Summer League, also zur Summer League, verpasste das erste Training, weil er diesen Flug verpasst hat und hat sich dann 2-mal dazu hinreißen lassen, sein Portemonnaie zu verlieren. Also, alter Vater, was hat Danny Ainge sich dabei nur gedacht? Irgendwann muss der Typ doch aufwachen. Das ist fast Galgenhumor, den man hier sagen kann. Also dieser Robert Williams, der scheint ein ganz, wie soll ich sagen, ein bisschen ein verhängter Typ zu sein. Aber hoffen wir, dass er dann in der Saison auch abliefert, wie man das sich von ihm erhofft, neben Al Horford. Ja, und sonst hat man da einen First-Rounder rausgeschissen, der wahrscheinlich die meisten Flüge verpassen wird und wahrscheinlich bei den meisten Spielen gar nicht dabei sein kann, weil er gar nicht vor Ort ist. Kommen wir noch kurz zu den Deutschen. Die haben beide überzeugt für die Lakers, weil ich spiele ja für die Lakers. Isaac Bonga hat 2 Spiele gemacht, 8,5 Punkte im Schnitt, 1,0 Rebound und 0,5 Assists per Game. Und Moritz Wagner hat noch mehr überzeugt und wurde schon, ja, der war schon ein bisschen der Publikumsliebling in dieser Summer League. 10,3 Punkte, 8,0 Rebounds und 1,0 Assists per Game. Und das in 3 Spielen für die Lakers. Auch das ist eine sehr, sehr gute Leistung. Und ich glaube, dass Moritz Wagner große Möglichkeiten hat, ins finale Roster der Lakers reinzukommen. Auch wenn er da Spieler wie LeBron James vor sich hat. Aber ich glaube, der kann durchaus eine kleine Rolle einnehmen in diesem Team. Und das würde mich dann wirklich freuen, wenn er das schaffen könnte. Und er zeigt auch gute
ja, Tribute, gute Grundvoraussetzungen. Hat eigentlich genau das gemacht, was er schon in Michigan gemacht hat. 8,0 Rebounds per Game, das heißt, er hat schon 24 Rebounds gesammelt diese Summer League, und das ist schon wirklich stark. Und bei Isaac Bonga wird es natürlich ein bisschen enger, wenn es Moritz Wagner schaffen kann. Dann müsste es eigentlich auch Isaac Bonga schaffen können, aber ich glaube, dass der noch ein bisschen in diese G-League verfrachtet wird, wenn überhaupt, und sonst nach Europa zurückkehren wird. Aber dennoch kann man sagen, beide Deutsche haben exzellent gespielt bisher in dieser Summer League. Die Lakers werden aber dann wahrscheinlich noch einen großen Signing machen in dieser Offseason. Und dann kann es für alle ein bisschen enger werden. Man hat gesehen, Isaiah Thomas jetzt auch weg. Der geht zu den Denver Nuggets für 2,5 Millionen, glaube ich, ein Jahr. Hat natürlich auch einen harten Abstieg, aber so ist es. Das Basketball-Business, das ist schnell, genauso wie jedes andere Sport-Business. Und hoffen wir, dass Moritz Wagner in diesem Business den Fuß fassen kann. Hoffen wir natürlich auch, dass Isaac Bonga das Zeug dazu hat, das zu machen. Oder auch Isaiah Hartenstein. Wir werden es sehen, hier sind fast viele Deutsche, die immer bessere Leistungen zeigen. Und das zeigt auch die exzellente Arbeit, die im Nachwuchsbereich des deutschen Basketballs gemacht wird. Auch wenn jetzt ein Paul Zipser wahrscheinlich seine NBA-Karriere beendet und nach Europa zurückgeht. Ey, das passiert immer, aber das ist kein Verlust, denn diese Zeit, die du in der NBA bist, hast du so viel gelernt, dass du dann eigentlich fast in jeder anderen Liga Fuß fassen kannst. Mighty Oregon is back. Sollen sie zumindest in diesem Jahr wieder an die Spitze der Pac-12, muss vor allem der neue Coaching-Staff zeigen, was in ihnen steckt, beziehungsweise was in ihm steckt. Denn nach dem Abgang von Willie Taggart vor dem letztjährigen Bowl-Game gegen Boise State übernahm Mario Cristobal den Posten des Head Coaches, wurde dann auch direkt zum Head Coach für die nächsten paar Jahre nominiert. Er war vorher der Co-Offensive Coordinator im letzten Jahr bei den Oregon Ducks und war vor 3 Jahren in Alabama unter Nick Saban und trainierte dort die O-Line. Von 2007 und bis 2012 war er der Head Coach der FIU und hatte einen Rekord von 27-47. Man darf jetzt aber nicht sagen, dass er ein schlechter Coach ist, denn die FIU ist nicht unbedingt bekannt für ihr Football-Programm und wird daher auch nicht wirklich so gemessen. Man kann sogar sagen, dass diese 27 Siege eigentlich mehr als gut sind. Trotz des Abgangs von Willie Taggart konnte man Offensive Coordinator Marcus Arroyo und auch, und da ist dann doch die Überraschung ein bisschen größer gewesen, Defensive Coordinator Jim Leavitt halten. Beide hatten ihre erste Saison unter Willie Taggart und viele haben auch geglaubt, dass die zurück oder mit ihm nach Florida gehen. Beide haben sich gegen ihn entschieden. Gut, bei Marcus Arroyo war auch nicht klar, ob er wirklich der Mann für Willie Taggart gewesen wäre. Jim Leavitt war es wahrscheinlich dann doch. Das Problem letztes Jahr war definitiv die Offense, die der Defense kaum Verschnaufspausen gegeben hat. So wurde diese Defense eigentlich zu Unrecht kritisiert, denn die hatten mehr als gut gespielt. Man kann wirklich sagen, das war eine sehr, sehr starke Defense, die die Ducks da im letzten Jahr hatten. Aber eben, wenn du eine Offense hast, die nicht das gleiche Niveau bringt, dann wird es relativ schnell klar sein, dass die Defense nicht mithalten kann oder beziehungsweise nicht immer auf dem konstant hohen Level spielen wird, wie sie es müsste. In diesem Jahr wird man dann sehen, warum diese Defense so stark ist und warum die zu Unrecht kritisiert wurde. Das Ziel wird es aber sein, mit Jim Leavitt die Defense zum Besten der Pac-12 zu machen. Dann hätte man große Chancen mitzuhalten mit der Spitze. Dazu wird die O-Line, Spezialität von Cristobal, neue Maßstäbe setzen, was das Laufspiel angeht, obwohl man mit Royce Freeman den absoluten Superstar of Running Back verloren hat. Und man wird auch sehen, wie die Protection von Justin Herbert funktioniert. Denn die O-Line ist wirklich die Spezialität von diesem Mario Cristobal. Wie gesagt, er hat eigentlich nur das trainiert in seiner vergangenen Zeit als Assistant Coach oder als Position Coach. Und das wird schon spannend sein, wie das dann funktionieren wird bei Oregon. Kommen wir, beziehungsweise schauen wir zuerst mal an. Ich sage mal so,
Die Spiele gegen die anderen Contender, Bui Washington und Stanford, finden beide im Ozone Stadium statt, also im Heimstadion der Oregon Ducks. Und die USC würde man erst im Conference Championship Game der Pac-12 antreffen. Das Spielplanglück also schon mal bekommen bei den Ducks. Und das könnte dann doch ein wichtiger Faktor werden in dieser Saison. Aber kommen wir jetzt zur Offense. Oregons Philosophie wird geändert, denn wenn du mit einem Justin Herbert Quarterback-Type einen wirklichen Superstar hast, dann musst du den Under Center spielen lassen. Dann kannst du nicht diese Spread-Offenses mit ihm testen, dazu ist er nicht der richtige Mann. Aber lass ihn zum Beispiel auf Shotgun stehen oder unter einer Pistol-Attack, dann könnte das durchaus funktionieren. Allgemein wird diese Offense der Ducks wohl noch vielseitiger werden als vorher, beziehungsweise was für die gegnerischen Defense viel schwerer zu lesen sein wird. Denn, klar, du lässt Justin Herbert under center spielen, aber die Defenses der Pac-12, die haben sich gegen Oregon natürlich jetzt in den letzten Jahren immer wieder daran gemessen, wie es ist, gegen eine Spread-Offense zu spielen. Das könnte also wirklich komplett sich drehen. Man hat das schon unter Willie Taggart gesehen, der hat das mit Braxton Burmeister und Justin Herbert im letzten Jahr schon viel gemacht, under center spielen lassen, hat aber dann auch diese Spread-Offense-Elemente im Spiel gehabt. Aber das wird sehr, sehr interessant sein, wie diese Defense oder wie diese Offense dann funktioniert. Justin Herbert könnte nach der Saison bereits ein First-Rounder werden, gilt ja nach wie vor als einer der besten Quarterbacks. Viele sagen sogar der beste Quarterback in der 2018er Saison. Würde ich sogar mitgehen. Man muss aber schauen, wie er sich weiterentwickelt. Und vor allem ist das größte Problem bei Justin Herbert, er hat noch keine Saison durchgespielt. Verpasste den Großteil der letzten Saison wegen einer Verletzung. Muss aber sagen, wenn er gesund bleibt, wird das was werden. Aber wenn er es nicht bleibt, muss Backup Braxton Burmeister kommen. Und ja, der hat das okay gemacht, aber niemals auf dem Level, das ein Justin Herbert hatte. Die Wide Receiver waren und sind eventuell immer noch das größte Problem bei den Ducks. Man hat zwar mit Wake Forest Transfer Tabari Hines einen Wide Receiver geholt, den Justin Herbert lieben wird. Dazu hat man mit Dylan Mitchell und Johnny Johnson III zwei junge und starke Receiver zurück. Allerdings hat man außer Tight End Jacob Breeland nicht mehr viele Waffen übrig für Justin Herbert. Vielleicht im Running Game. Dort hat man, wie gesagt, Royce Freeman verloren. Dafür hat man natürlich immer noch adäquate Ersatzmänner im Roster. Vor allem Kai Benoit und Tony Brooks James sind dann eher so die Oregon Ducks Running Back Typen, die man so kennt. LaMichael James und wie sie alle heißen, werden diese Offense am Laufen halten müssen. CJ Verdell, Redshirt Freshman, wird ebenfalls eine Rolle einnehmen im Running Game. Und in der O-Line hat man zwar Tyree Crosby verloren, aber wie erwähnt, unter Cristobal wird das dennoch laufen. Dazu hat man mit Xander Jake Hansen und Guard Calvin Throckmorton vor allem in der Inside zwei starke Anker, mit denen Cristobal arbeiten wird. Der Key Factor in dieser Offense wird sein, wenn Herbert spielt, wird das Ganze laufen. Er wirft viele Touchdowns, wenige Interceptions, macht viele Completions und Yards und ist sehr abgezockt, sehr cool. Ohne ihn schaffte man es in den letzten 6 Spielen aber nicht über 150 Yards im Passing Game. Und das ist dann doch zu eindimensional, wenn man sieht, wie man Justin Herbert aus dem Verkehr ziehen könnte. Man hofft es nicht, man hofft wirklich, dass er gesund bleibt. Und dann würden die Oregon Ducks wahrscheinlich auch ganz vorne mitspielen können. Aber er muss wirklich gesund bleiben. Ein halbgesunder Justin Herbert, der wird dir nicht das bringen, was du eigentlich brauchst. Dafür hat man immer noch zu wenig Value in der Offense, auf den Skill Positions. Und das könnte eventuell wirklich ein Problem werden. Aber kommen wir zur Defense, die habe ich schon gelobt im Einspieler, beziehungsweise im Intro. Dass man Levitt behalten konnte, ist schon ein Wunder. Gleiches wird nun von den Spielern erwartet, obwohl ein Wunder dann auch ein bisschen zu viel ist, denn die haben immer wieder abgeliefert. Die haben dieses Team letztes Jahr wirklich viel mal im Spiel gehalten. Die haben gezeigt, hey, mit uns kannst du rechnen.
Wenn man das vergleicht, was Jim Leavitt aus dieser Mannschaft gemacht hat, 2016 war die Defense eine wirkliche Katastrophe und bereits ein Jahr später zählte man zu den Besten der Pac-12. 128 Yards per Game ließen die Ducks zu. Unglaubliche Steigerung, die man dort gemacht hat. Und Jim Leavitt wird natürlich in seinem zweiten Jahr weiterhin nach vorne arbeiten. Diese 3-4 Defense wird nach wie vor zwei Starter aus dem letzten Jahr in der Front behalten. Jalen Shelks und Jordan Scott, 345 Pfund schwer, werden die D-Line knallhart verteidigen. Der Starter-Defense ist aber dahinter, mit Troy Dye. Der Leading Tackler wird zusammen mit Lamar Winston die Inside und Outside verteidigen. Das sind so diese zwei Key-Player hinter der Front. 94 Tackles for Loss im letzten Jahr von der Front 7 der Ducks. Also das war wirklich sehr, sehr stark. Und das wird auch in diesem Jahr, wenn nicht sogar besser, konstant bleiben. Unglaubliches Wow, was man da sagen kann. Ey, das kann wirklich funktionieren. Die Secondary sollte ebenfalls weiter nach vorne schreiten. Man hat solide Spieler. Von denen gibt es genug. Einige davon haben auch Star-Potenzial. Nur zweimal ließ man über 300 Yards zu, das war gegen Arizona und dann im Bowl-Game gegen Boise State. Und dann kann man natürlich schon sagen, ja klar, Jim Leavitt war da immer noch an Bord. Aber man muss auch sagen, dass das eine enorme Umstellung war. Auch ein Schock, als Willie Taggart das Team verlassen hat. Und deshalb kann man dieses Boise State-Game eigentlich auch nicht wirklich als Maßstab brauchen. Aber gegen Arizona hat man viele Yards zugelassen. Das muss sich ändern dieses Jahr, ganz klar. Key Player dort natürlich Ugo Amadi. Er ist der Allrounder, kann eigentlich jede Position in dieser Secondary spielen. Ich würde ihn aber als Cornerback lassen. Denn neben ihm hat man nur wirklich junge Spieler. Thomas Graham wird wohl sein Counterpart spielen auf Cornerback. Und dann haben wir mit Demodore Lenoir einen weiteren sehr jungen Cornerback, der sich weiterentwickeln wird. Da bin ich fest davon überzeugt. Lenoir ist mit sehr vielen Vorschusslorbeeren nach Oregon gekommen. Und ich glaube, dass er denen gerecht werden kann. Der Key Fact in dieser Defense liegt ganz klar daran, dass der Pass Rush eigentlich nicht wirklich gut war. Man hat zwar 33 Sacks gemacht, aber der Pass Rush war vor allem gegen diese Big Schools wie Washington und Stanford inexistent. Es braucht mehr Konstanz. Dazu ließ man gegen diese beiden Teams auch über 200 Yards zu. Klar, man kann jetzt sagen, hey, man hat einen Schnitt von 128 Yards per Game, das ist schon überragend, vor allem im College Football. Aber dann über 200 Yards gegen Washington und Stanford zuzulassen, das muss sich verbessern, vor allem, weil man beide Teams nochmal spielt im kommenden Jahr. Das muss besser werden. Aber ich glaube, das kann man machen mit Jim Leavitt in seinem zweiten Jahr erst. Das darf man auch nicht vergessen. Der hat aus einem Trümmerhaufen wirklich eine sehr, sehr starke Defense schon geformt. Und die wird auch nicht schlechter. Da bin ich sehr von überzeugt. Player to watch, Justin Herbert, ganz klar. Er ist ein Heisman Trophy Favorite. Kann mit einer guten Saison die Heisman Trophy gewinnen und könnte der nächste Quarterback Star der Oregon Ducks werden nach Marcus Mariota. Ich bin sogar der Meinung, dass wenn Justin Herbert in die NFL kommt und gesund bleibt, dass er eine ganz andere Karriere als diese Marcus Mariota einschlagen könnte. Ich würde sogar fast schon behaupten, eine bessere Karriere als Mariota machen wird. Dann haben wir Running Back Tony Brooks-James. Für mich eigentlich ganz klar der neue Royce Freeman. Also er wird der Star Running Back in dieser Offense der Ducks sein. Kai Benoit hin oder her. Für mich ist Kai Benoit ein bisschen vielseitiger, der kann auch den Pass fangen, aber es ist ganz klar, dass Tony Brooks-James der Runner für die Ducks sein wird. Und Jake Breland, Tight End, geiler Typ, wird eine sehr wichtige Waffe sein werden für Justin Herbert. Auch ein Spieler, den man sehr gerne anschauen kann. Kommen wir zum Schedule, denn wir predikten dieses Mal auch den Gameplan. Und die Oregon Ducks, die haben das Glück, dass sie ganze 7 Heimspiele haben bei nur 5 Auswärtsspielen. Das beginnt mit Bowling Green. Da würde ich sagen, dass man das Spiel gewinnen muss. Also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Bowling Green muss man schlagen. Es ist das allererste Meeting zwischen diesen beiden Teams. Dann kommt man zu Hause wieder gegen Portland State. Dort führt man momentan mit 4-0 in the All-Time Record.
Letztes Spiel war 2010, dort hat man 22-14 gewonnen. Ich bin auch der Meinung, dass man dieses Jahr wieder gewinnen würde. Genauso wie in Week 3, dann gegen San Jose State. Dort wird man 12-6, hatte das letzte Duell 1998, gewann diesen mit 58-3. Das heißt also, 20 Jahre später kommt es zum nächsten Duell zwischen diesen beiden Teams. Dann das erste Key-Matchup. Und das würde ich sagen, verlieren die Oregon Ducks gegen Stanford. Da hat man over record sowieso einen negativen Record. Letztes Jahr 49-7 geschlagen worden. Ja, und ich glaube, das wird in diesem Jahr nicht ganz so eine harte Pleite wie letztes Jahr. Aber dennoch wird man dieses Spiel wahrscheinlich verlieren. Danach muss man auswärts gegen California antreten, gegen die Cal Golden Bears. Würde ich sagen, dass man das gewinnt, auch wenn man hier ebenfalls einen negativen Record hat. Ist noch 2 Spiele im Rückstand. Letztes Jahr aber 45-24 gewonnen und ich glaube, dass das dieses Jahr nochmal besser wird. Dann zu Hause gegen Washington. Ich habe hier ein Loss eingetippt. 38-3 verloren letztes Jahr. Jetzt hat die Jacob Eason geholt von den Georgia Bulldogs. Die sind nach wie vor ein Top-Team. Und ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das gewinnt. Dafür gewinnt man dann auswärts gegen Washington State und Arizona. Hat man zwar im letzten Jahr gegen die Washington State University verloren, das allerdings mit Braxton Burmeister als Quarterback. Und gegen Arizona konnte man ebenfalls gewinnen. Da bin ich weiterhin der Meinung, dass man das auch dieses Jahr tun wird. Dann wird es eine Niederlage geben gegen die UCLA Bruins. Ja, viele sagen, warum? Letztes Jahr gewonnen. Chip Kelly, der neue Head Coach bei den Bruins. Ich kann mir gut vorstellen, dass der besonders heiß auf dieses Duell ist. Und irgendwie habe ich das Gefühl, und vielleicht überrascht das viele, aber die UCLA Bruins, die können für mich sein, ein Überraschungsteam in der kommenden Saison sein. Dann gegen Utah auswärts, das Spiel wird man gewinnen. Letztes Jahr schon 41-20 gewonnen. Arizona State wird man ebenfalls gewinnen. Arizona State hat ein bisschen nachgelassen, die Sun Devils nicht mehr ganz so konstant wie auch schon. Letztes Jahr hat man aber verloren. 37-25 würde ich jetzt aber wirklich als Ausrutscher sehen. Vor allem, weil diese Defense wirklich durch war. Und dann am Schluss der Civil War gegen die Oregon State. Diesmal auswärts. Und dennoch würde ich sagen, das sollte eine klare Sache werden für die Oregon Ducks, die letztes Jahr 69-10 gewonnen haben. Und ich glaube, das wird in diesem Jahr dann auch ähnlich ablaufen. Fun Stats, Third Quarter Scoring, der Gegner 110 Punkte, Oregon nur 69. Penalties hatte Oregon 121 für 1138 Yards, während der Gegner bei 69 Penalties war für 711 Yards. Also auch dort sollte man sich steigern, ein bisschen disziplinierter sein. Und Rushing Touchdowns, nach wie vor die Stärke der Oregon Ducks, 40 Touchdowns, der Gegner hatte nicht einmal halb so viele, nur 19. Oregon Ducks, nach unserem Preview, werden also mit 9-3 diese Saison abschließen und durchaus in einem Bowl-Game spielen können, auch um die Playoffs mitspielen können. Wie gesagt, ich habe predicted, aber hey, das heißt nicht, dass das so rauskommt. Man hat 2 Spiele, die man verloren hat, gemäß meiner Einschätzung, die man gegen gute Teams hat, die sind beide zu Hause. Und auch die UCLA, die kannst du eigentlich gut schlagen. Ich bin einfach der Meinung, dass das ein Überraschungsteam werden kann. Ich werde mich wahrscheinlich aber gnadenlos täuschen und ihr werdet mir das um die Ohren schlagen. Ihr wolltet es so und wir geben es euch. Auf Twitter konntet ihr abstimmen, welches Team wir previewen sollen neben den Oregon Ducks. Und ihr wolltet die Georgia Bulldogs mit 35% der Stimmen, je 26% haben die UCLA Bruins und Ohio State Buckeyes bekommen. Und nur 13% der Stimmen gingen an die UCLA. Und deshalb machen wir heute die Vizemeister vom letzten Jahr. Und es war schon bitter, als man anfangs des neuen Jahres in Atlanta im National Championship Game gegen Alabama Crimson Tide verloren hat. Dies auch, und das glaube ich darf man so sagen, durch umstrittene Entscheidungen der Refs, die am Ende einen Backup-Quarterback zum Helden des Abends machten, wohlgemerkt in der zweiten Overtime. Man sieht also, wie dramatisch eigentlich diese Niederlage war und wie bitter. Und dennoch darf man bei der ganzen Enttäuschung nicht vergessen, es war erst die zweite Saison unter Head Coach Kirby Smart
und es war bereits eine enorme Steigerung im Gegensatz zum Vorjahr. 13 Siege, unter anderem gegen Notre Dame, Mississippi State, Florida, Auburn und Oklahoma, schauten am Ende heraus, einzig gegen die Auburn Tigers im ersten Aufeinandertreffen und eben in diesem Finalspiel verlor man seine Duelle. Das liest sich eigentlich gut und das lässt sich auch gut so vermarkten in Athens. Man war die ersten beiden Wochen im College Football Playoff Ranking auf Platz 1, verlor dann ein wenig den Anschluss durch diese bittere Auburn-Pleite, die man mit 17:40 ja wirklich zuerst einmal verdauen musste, aber die man dann gerecht hat im SEC Championship Game, als man 28:7 gegen eben dieses Auburn-Team gewinnen konnte. Das alles mit einem True Freshman Quarterback in Jake Fromm. Was erwartet uns in diesem Jahr bei den Bulldogs? Das Coaching-Trio Kirby Smart, Jim Janney, Offensive Coordinator, und Mel Tucker, der Defensive Coordinator, geht zusammen ins dritte Jahr und hat sich ganze 10 5-Star-Recruits an Bord geholt. Die beste Recruiting-Class des Landes mit unter anderem Prospects wie Justin Fields, bester Quarterback der Klasse, Samir White, Running Back, Quay Walker, Outside Linebacker oder Tyson Campbell, der zweitbeste Cornerback des Landes. Alle diese Spieler hat man geholt und das wird sich wohl in den nächsten Jahren auch nicht ändern. Deshalb glauben auch viele NCAA-Fans, auch in Deutschland und in der Schweiz, daran, dass die Domination zwischen den Bulldogs und den Crimson Tide weitergeht und sich über Jahre hinweg strecken wird. Man darf auch nicht vergessen, dass Smart die Saban-Schule besucht hat, beziehungsweise aus der Saban-Schule kommt, genauso wie Defensive Coordinator Melvin Tucker. Der Druck steigt damit natürlich für alle in Athens. Man will die Trophäe in Georgia sehen, man hat aber extrem viel Value verloren. Das sind ein bisschen diese Counterparts, die das Ganze ein bisschen schwierig machen. Einer davon war Roquan Smith, dann natürlich das Running Back Duo mit Jupp und Sony Michel. Man muss 7 Starter in der Defense auswechseln, eine enorme Aufgabe. Aber wie angesprochen, die Recruiting Class, die war extrem stark. Mit Jack Fromm und Justin Fields hat man 2 Quarterbacks, die dich für die nächsten 6 Jahre auf sicheren Beinen halten werden. Und dazu hat man in der Offense sowieso immer gute Spieler, die aufkommen, die völlige No-Names waren und die dann plötzlich explodieren. Also viele Sorgen würde man sich also am besten nicht machen, wenn man zu den Dogs gehört. Kommen wir zur Offense. Dominant. Wäre ein Wort wahrscheinlich, welches dieses Team beschreibt, beziehungsweise diese Unit beschreibt. 435 Yards im Schnitt, 35 Punkte pro Spiel. Man führte die SEC in Running Yards an, war 11. in der NCAA im Passing Game. Also ich glaube, das war eine sehr, sehr starke Saison. Das liest sich auf den ersten Blick sehr gut und könnte trotz der Abgänge von Jupp und Michel weiter so bleiben. Es ist immerhin Georgia. Man hat DeAndre Swift, Second Year Running Back, der meiner Meinung nach der unangefochtene Starter für 2018 ist. Dazu hat man Elijah Holyfield, Sohn von Evander Holyfield, ein sehr massiger, kräftiger Running Back, und Zamir White und James Cook, beides Freshman Running Backs, die sofort absteppen können und dieses Duo um Michelle und Chubb eigentlich auch vergessen machen könnten, beziehungsweise auch machen müssen. Das Running Game sollte weiterhin stabil bleiben. In der O-Line wird der Wechsel von Andrew Thomas von Right Tackle auf Left Tackle weiterhin behilflich sein. Dazu wird die rechte Seite ebenfalls weiterhin stark sein. Und mit Central Lamont Gayard und dem Top-Recruit Jamari Sawyer wird diese Unit, diese O-Line, weiterhin bestehen können in der SEC. Also da muss man sich auch keine Sorgen machen. Egal, wie schwach diese Running Backs dann abliefern. Lücken werden sie haben und auch Jake Fromm wird natürlich seine Zeit bekommen. Und wenn wir schon bei Jake Fromm sind, gehen wir direkt auf die Quarterback-Position. Auf der gibt es nämlich eine Änderung, mit der man eigentlich schon rechnen konnte. Jake Eason wechselt zu den Huskies nach Washington. Er sah keine Chance mehr hinter Fromm, um nun auch Justin Fields der Starter zu werden. Logische Entscheidung. Und das zeigt eigentlich aber auch, wie stark dieses Team auf Quarterback besetzt ist. Fromm wird der Starter sein. Fields wird dennoch viel Action auf dem Feld sehen, zumindest in den, ja, ich würde jetzt sagen, in den ersten 5 Spielen. Man darf ja einen Quarterback oder einen Spieler allgemein 4 Spiele spielen lassen, ehe man ihn dann redshirtet. Ähnlich wie bei Clemson wird das auch hier der Fall sein, dass der letztjährige Quarterback dann wahrscheinlich der Starter bleiben wird für den Rest der Saison, dass aber der junge, aufkommende Quarterback dahinter aufgebaut wird und 4 Spiele dann
wahrscheinlich auch machen wird, nicht als Starter, aber wirklich auch einige Spielzeit bekommen wird. Das Receiving Corps ist ebenfalls mit viel Talent beladen. Man hat den Leading Wide Receiver Juwan Wims zu den Chicago Bears verloren. Also der hat in die NFL gewechselt. Aber mit Terry Godwin, Mecole Hardman und Riley Ridley, der Bruder von Calvin Ridley, hat man drei Spieler, die das Mark bzw. Jenny Scheme kennen. Dazu dann Isaac Nora addiert, machte das einen soliden Eindruck. Und mit Caris Jackson hat man einen weiteren interessanten Prospect als Recruit gewinnen können. Also die Wide Receiver, die werden weiterhin für Entspannung sorgen bei Jake Fromm. Für mich wird spannend sein, wie Jim Janney mit Justin Fields arbeiten wird. Janney war ja unter anderem der Quarterback-Coach von Ben Roethlisberger bei den Pittsburgh Steelers. Zwei völlig unterschiedliche Quarterbacks von ihren Anlagen her. Es wird also sehr spannend sein, wie Justin Fields da auftreten wird. Der Key für diese Offense, wie wird der Switch auf mehr Passing Plays funktionieren? Durch die Dominanz der Running Backs im letzten Jahr war Fromm selten gefordert zu liefern. Jetzt könnte bzw. jetzt muss er das ändern. Fromm kann natürlich werfen, machte das sehr gut, aber wie wird das funktionieren, wenn die Running Backs mal nicht liefern und ihn nicht auffangen könnten, falls es dann soweit kommt? Ich mache mir da jetzt nicht allzu große Sorgen, weil Jake Fromm einfach überragend cool ist. Also der hat nie Probleme gezeigt. Der war immer da, war im Championship-Game da, wenn man ihn brauchte. War gegen Oklahoma im Rose Bowl extrem stark, als man da zurücklag. Und da muss man sich eigentlich wirklich keine Sorgen machen. Die Defense, da passt auch ein Wort, was die beschreibt, und das ist Umbruch. Wie erwähnt, fallen 6 Starter weg. Roquan Smith und Lorenzo Carter, beide Linebackers, reißen da natürlich schon eine große Lücke auf. Man hatte die 6 beste Defense, was Total Yards und Punkte anbelangt. Dazu eine unfassbar starke Secondary, auch wenn die in den Playoffs ein wenig durch waren mit der Energie. Mit DeAndre Baker, Tyreek McGee und Amir Speed, bei dem der Name Programm ist. Das sind natürlich alles gute Cornerbacks. Die werden auch in diesem Jahr wieder abliefern. Und mit Safety J.R. Reed, der Leading Tackler hinter Roquan Smith war, einen weiteren Starter zurück. Dann hat man Richard LeConte, er war ein großer Name der damaligen Recruiting Class, kommt nun ebenfalls in eine größere Rolle. Aber wer ersetzt Roquan Smith? Wahrscheinlich wird es Monty Rice sein. Ein Sophomore, war Freshman im letzten Jahr, hat dort schon gute Ansätze gezeigt. Oder ein Walter Grant. Im Duett in der Inside, wahrscheinlich wird Walter Grant dann Lorenzo Carter ersetzen und Monty Rice Roquan Smith. Dazu hat man mit Dondre Walker und Natris Patrick Spieler mit enormem Potenzial, diese Defense auf dem gleichen Level zu halten wie im letzten Jahr. Und für die Run-Verteidigung wird voraussichtlich vor allem Jonathan Ledbetter sorgen müssen. Also das ist ein bisschen durcheinander. Ey, wenn du so viele Starter auswächst, dann ist es klar, dass das zuerst einmal sich eingrooven muss. Aber ich glaube auch, dass das bei den Georgia Bulldogs nicht allzu groß ein Problem werden sollte. Der Key, der wird ganz klar beim Pass Rush liegen. Auch wenn es in den letzten Jahren viele Sacks gab, im Gesamtbild war das zu wenig. 48 ist der Platz von 55 Teams in der Sacks-Statistik. Das ist zu schwach. Da muss auch Mel Tucker sich etwas einfallen lassen. Er wird gefordert sein. 34 Sacks von Georgia stehen dort 40 Alabama Sacks gegenüber. Das Problem ist nur, dass Georgia ein Spiel mehr hatte als Alabama. Das heißt, Alabama hat mit einem Spiel weniger 6 Sacks. Wow, was für ein Zungenbrecher. Herausgeholt. Das, ja. Es muss einfach besser werden, sagen wir es so. Das ist ein Key für diese Defense. Das wird auch spannend sein zu beobachten. Diese ganze Defense ist vielleicht auch ein bisschen eine Wundertüte. Es steht ein großes Fragezeichen dahinter. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Und das wird sich zeigen, wie das Ganze funktioniert. Die Play to Watch, natürlich Jake Fromm. Wie wird er sich in seinem zweiten Jahr machen? War extrem abgebrüht. 62% seiner Pässe completed. 75% waren es, glaube ich, gegen Georgia Tech. Dann 2650 Yards, 24 Touchdowns zu 7 Interceptions. Bekommt aber nun richtig Konkurrenz mit Justin Fields. Mal schauen, wie er darauf reagiert. Wahrscheinlich cool wie immer. Jake Cool könnte man ihn auch nennen. Dann haben wir DeAndre Swift. Er wird ein schweres Erbe antreten, was die beiden Running Backs dort hinterlassen haben. J.R. Reed. Die Secondary könnte ein Problem werden, wenn diese Cornerbacks nicht liefern können. Und dann ist dieser Reed gefordert,
auch sein Spiel gegen den Lauf wird ein Key Factor sein für diese Defense. Und der letzte, den ich da als Player to Watch nennen würde, ist Monty Rice. Auch er natürlich mit einem sehr schweren Erbe, Roquan Smith zu ersetzen. Es wird extrem schwierig sein, aber ich glaube durchaus, dass er dazu in der Lage ist. Die Key Games, beziehungsweise das Key Game, das Schlüsselspiel, wird in Woche 2 auswärts gegen South Carolina sein. Das ist das erste richtige Spiel. Man hat in Week 1 Austin Peay. Ja, das wird wahrscheinlich so ein härteres Scrimmage werden für die Dogs, aber man kann sich dort wirklich eingrooven. Und ich glaube, das könnte eine wirkliche Klatsche geben für diese Austin Peay, die, glaube ich, ein Division 2 Team sind. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann kommt mit den Gamecocks dann wirklich ein echter Brocken auf dieses Team zu. Brocken, da bin ich wahrscheinlich schon wieder zu amerikanisiert für dieses Wort. Das könnte ein echter Brocken werden. Vor allem, die haben einen sehr starken Quarterback. Vielleicht gibt es auch noch ein Preview zu diesem Team. Die South Carolina Gamecocks, die sind für mich ein Team, das durchaus vorne mitspielen kann. Ich würde jetzt nicht sagen um die Playoffs, aber ich glaube, die könnten schon in einer der Big Six Bowls reinkommen, wenn die das umsetzen können, was in ihnen steckt. Und dann, ja, dann könnte das schon sehr früh in der Saison Ärger geben für die Georgia Bulldogs, denn stellt euch vor, die verlieren in Woche 2 ihr Spiel. Kommen wir zu Prediction des Shadows. Ich würde jetzt sagen, Austin Peay, das ist eine klare Sache. Das Spiel wird man gewinnen, genauso wie in South Carolina und Middle Tennessee. Das sind für mich drei Spiele, die man ja gewinnen kann, wahrscheinlich schon fast muss. Dann könnte ich mir aber vorstellen, dass es gegen Missouri dann schon ein bisschen schwieriger wird. Man hat letztes Jahr schon gegen die gespielt, man wird auswärts gegen die spielen und die haben mit Drew Lock eine Statistikmaschine auf Quarterback, die unangenehm ist. Man gewann 53-28, man darf aber auch nicht vergessen, dass Georgia Bulldogs bis dahin eigentlich wirklich die meisten Punkte fast zugelassen haben gegen Missouri. Und das könnte wirklich schwierig werden. Dann hat man Tennessee zu Hause. Das muss ein Sieg geben, genauso wie gegen Vanderbilt. Das sind dann zwei dieser Rivalry-Games nacheinander. Dann muss man gegen die LSU. Und dort muss ich jetzt ehrlich sagen, wir haben die schon previewed. Also dieses Preview gegen LSU, von LSU könnt ihr euch auf unserem YouTube-Channel anhören. Ich sage, dort gibt es die Niederlage, die erste Niederlage der Saison. Dann wird es wieder zwei Siege geben gegen Florida und gegen Kentucky, bevor es dann gegen Auburn erneut eine Niederlage geben wird. Und dann hat man das erste Duell gegen UMass. Das wird man gewinnen, genauso wie gegen Georgia Tech. Und dann schließt man diese Saison mit 10-2, kann das sein? Das müsste eigentlich stimmen. Ja, 10-2 ab. Ob das für die Playoffs reicht, ob das für das SEC Championship Game reicht, ich weiß es nicht. Könnte schon schwieriger werden für die Georgia Bulldogs in diesem Jahr. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man LSU und Auburn nicht allzu gerne antrifft. Das sind unangenehme Teams. Ich glaube, dass LSU in diesem Jahr wirklich wieder einen Schritt nach vorne machen wird. Ed Orgeron wird sowieso natürlich immer gefordert sein in jedem Spiel. Der kann sich nicht mal zu viele Niederlagen leisten. Bei Georgia sieht das ein bisschen anders aus. Ich glaube, die werden nicht allzu viel Risiko gehen, wenn es mal nicht klappen sollte. Das muss LSU machen. Und ich glaube, dass dieses Spiel, dieses Direktduell, dann auch auf das hinauslaufen kann. Letztes Spiel, das man gegen die LSU hatte, um da mal einen Vergleich zu holen, war 2013. Dieses Spiel gewannen die Georgia Bulldogs mit 53-28. Also nach 5 Jahren wieder einmal ein Duell gegen LSU. Das wird dann auch wahrscheinlich ein Highlight der Saison. Ein paar Stats noch. First Quarter Scoring. Georgia 125 Punkte, der Gegner 50 Punkte. Also mehr als doppelt so viele Punkte gemacht. Third Down Conversions. Georgia hat 7 von 12 für 58%. Der Gegner 5 von 17 für 33%. Also diese Third Down Conversions, die sind schwierig gegen diese Georgia Bulldogs zu erzielen. Dann Rushing Touchdowns, klar, eine ganze Stärke. Georgia 42 und der Gegner nur 8 Touchdowns. Also diese Run-Verteidigung, die war letztes Jahr schon brutal, während der eigene Run-Angriff extrem stark war.
Ja, das waren die Georgia Bulldogs. Ihr habt euch das gewünscht. Wir haben das gemacht. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit diesem Preview. Und ja, danke fürs Zuhören. Das war's für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal einschaltet, wenn es heißt, die Show am Montag, All Day Elite. Mein Name ist Sam Bashir. Danke fürs Zuhören. Und ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Macht's gut.